Nun, das lief besser als erwartet. Weil ich eine Opportunistin, durch und durch. Mhm. Irgendwie, kommt mir das mulmig vor, einmal gute Nachrichten zu hören. Ihre Verbrechen sind mannigfalt und sie hat den Tod verdient. Und ihre Diener vermutlich ebenso. Ja, aber das ist ja nicht an euch, darüber zu entscheiden. Das ist doch immer noch Markus Schaas Entscheidung. Ich meine, es ist ja mal seine Untergebene gewesen. Die Rosenhecke zu düngen ist ein Frevel wider alle Götter, besonders gegen Zar und Raya. Und den Frevel wider die Götter zu finden und zu strafen, ist der Zweck des Bannstrahls. Und wo dem göttlichen Recht Abschlag getan wird, kann das Weltliche nicht sein. Naja, dennoch ist es ein Privileg unserer Götter, Gnade walten zu lassen. Etwas, das unsere Feinde nicht tun. Und wir könnten ihre Truppen gebrauchen. Ich bin nicht sicher, ob wir Arkos noch trauen können. Was meint ihr denn damit? Er scheint mir sehr darauf bedacht zu sein, mit dem derzeitigen Erfolg zufrieden zu sein. Ich denke, es ist eher wichtig, dass wir einen schnellen Schlag gegen den Rest Orans tun, bevor sie sich entweder sammeln oder von Hafax einverleibt werden. Also doch, wie ich vorgeschlagen hatte, weiter gern Elbogen. Während ihr die Schritte wieder nach oben in Richtung der verschlossenen Tore wagt, wird die Hand Abelmir gereicht und ein starker Griff, der dich hält. Du kannst dich dann mit ihrer Hilfe dann die Steinmauer kämpfen und siehst, die Tore sind wohl weiterhin verschlossen, aber du hörst Kampflärm. Also irgendjemand kämpft da wohl im Inneren. Du hörst sterbende Laute, irgendwie abgebrochenes Gekämpfe. Irgendwas passiert dort unten wohl. Und dann dieser Geruch nach Zimt und nach Nelken, so ein bisschen nach Orangen, sie duftet. Oh. Ihr duftet verführerisch. Isha, wenn ich das sagen darf. Danke. Was ist dort unten los? Sollen wir jetzt eingreifen? Wollt ihr diesen Damm jetzt sprengen oder nicht? Wir warten auf ein Zeichen. Begleitet mich doch ein Stück. Ich möchte gern die Bauweise dieses Dammes verstehen, um einen möglichst günstigen Punkt zu finden. Wie ihr meint, Leptos. Ich reiche die Hand wie ein hurasischer Edelmann und schreite dann die Mauer ab, um mich mit dem Damm vertraut zu machen, die eine Schwachstelle zu finden. Ja. Riecht sie auch so ein bisschen nach Melone? Boah. Wie auch immer sie das schafft, obwohl sie eben noch gekämpft hat und tagelang geritten ist, aber so duftet tatsächlich dann auch nur eine Kriegerin aus Aranien. Orkunst, um den Damm einzuschätzen und ihn dann an der richtigen Stelle zu sprengen. Aber ich glaube, dafür bist du ja gewappnet. Ja, mal gucken, wenn ich sie verkacke. Ja, nicht ganz so, aber es geht. Ja, also du solltest halt nicht auf der Stelle stehen, wo du selber sprengen möchtest. Mehr weißt du nicht. Ah, ich denke, hier ist eine gute Stelle. Wie schnell seid ihr in eurer fabulösen Rüstung? Ihr habt kräftige Beine, wenn ich das bemerken darf. Danke. Was meint ihr mit schnell? Ein Sprint? Ein Ausdauersprint, oder? Nur ein Sprint bis zum Ende dieses Dammes. Dort hinten, seht ihr? Dort müssen wir in Sicherheit sein. Sicherlich schneller als ihr, auch wenn man hier auf seine Schritte bedacht sein muss, damit man nicht hinunterfällt. Habt euch mal angesehen, wie schmal dieser Damm ist? Ja, das gereicht uns zum Vorteil, aber auch zum Nachteil, ich gestehe. Haltet doch ein wenig Ausschau nach einem Lichtsignal. Ihr werdet es erkennen, ein gleißendes Funkeln, was etwa, nun ja, 20 bis 30 Schritt in der Höhe über dort hinten erscheint. Wir wollen doch unser Signal nicht verpassen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, die kämpfen da unten schon. Vielleicht sollten wir es jetzt schon sprengen. Nein, 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 nein. Überstürzt nichts. Vertraut ein wenig auf meine Kameraden. Na gut. Vertraue auf dich. Ah, vielen Dank. Derweil wird das Tor aus Holz wieder vor euch geöffnet und ihr könnt wieder eintreten, nachdem ihr die Zahnflagge schwenkt. Die Wachen haben wohl auch gesehen, dass es eine kurze Unterhaltung dort unten gab und haben natürlich auch den Kampfeslärm gehört und so steht ihr dann wieder vor Arkos und Eleonore. Ehrwürdiger Schaar, die Götter sind uns gnädig. Was möchtet ihr damit meinen?
Habt ihr mit der Herrführerin gesprochen? War sie Femir selbst? In der Tat. Und es erscheint gar so, als wäre eure Einschätzung dieses Charakters ganz und gar zutreffend. Sie ist ein Fähnlein im Winde und wünscht sich und ihre Männer, Frauen, Krieger jedenfalls, wieder in euren Dienst zu stellen. Sie versichert ebenso, dass weder sie noch ihre Vertrauten sich den Ungöttern angeschlossen haben. Zumindest was ihre Seelen angeht. Das werden die Gerichte in Zorgan dann aufklären. Wenn der ehrwürdige Schar einen Vorschlag erlaubt. Ihre Verbrechen mögen mannigfalt sein und ich bin mir sicher, die meisten von ihnen haben den Tod verdient. Wir könnten sie allerdings nutzen, um den Schlag gegen Rest Oron zu führen. Sie deutet daran, dass sie bereit sei, sich dafür zur Verfügung zu stellen. Ich bin mir sicher, ein solcher Herzog. Auf einem solchen Herzog wird genug Blut vergossen, um ihre Sünden reinzuwaschen. Eleonora tritt einmal nach vorne. Wirkt immer noch so ein bisschen zittrig, möchtet ihr meinen. Vielleicht hat sie die Schrecken im Inneren noch nicht ganz überwunden. Wollt ihr gemeinsam mit dem Herr von Iphemia in Richtung von Elborum vorstoßen? Die ehrwürdige Maharani dies wünscht, werden wir dies für den besten Gang der Dinge halten. Mein Seerosenkönig mag es vielleicht anders sehen, aber ich glaube, dass wir tatsächlich die Erfolge, die wir heute am ersten Raya geschafft haben, vielleicht sollten wir darauf aufbauen und keine weiteren Zeit verstreichen lassen. Wenn ihr also gewillt seid, dann nehmt das her von ihr, so sehr man ihr dann vertrauen kann, aber ich glaube, dass der Splitter tatsächlich Zorgan am sichersten ist, dass er nicht wieder in die Hände einer anderen Heptarchin gelangt, sondern bei uns hier verbleibt. Und je weiter er sich von Oron entfernt, desto, wenn die Götter es wollen, schwächer werden auch seine Kräfte dort wirken. Passt bitte auf in den verworrenen Gassen von Elborum. Sie sind tief und finster und niemand weiß genau, was sich dort hinter verschlossenen Türen abspielen mag oder in einer Vergangenheit dort abgespielt hat. Dort gibt es überall nur Lug und Verrat. Ihr solltet also aufpassen. Und ebenso solltet ihr auch dem Herr von Iphemia nicht vertrauen. Wenn ihr schon sagtet, dass hier ein Fähnlein im Wind ist und vielleicht so etwas wie eine Gespielin von Demiona war, dann passt auf euch auf. Ehrwürdige Maharani. Aber vielleicht können wir mit eurer Tat einen weiteren entweder Verrat aufklären oder ihr vielleicht so etwas wie ihre Unschuld weiter beweisen. Und damit würden ihre weiteren Aussagen viel dazu beitragen, die Frevel im Oronischen Reich aufzuklären. Achtet also auf jedes Wort, was Iphemia von sich gibt. So ist euer Wille und so wird er geschehen. Wir werden der Beli dann eure Entscheidung unterbreiten. Ich verneige mich dann nochmal vor beiden. Ehrwürdiger Schar, ehrwürdige Maharani. Und entferne mich dann. Ja, genau. Jo. Und was sagen Sie? Und der ehrwürdige Schar schien unüberzeugt, aber die Maharani hat sich zu einer Entscheidung bekannt und wird uns erlauben, dieses Hergehen in Elborum zu führen. Dabei aufgerieben wird, umso besser. Nun, ich würde zwar trotzdem noch gerne die versammelten Truppen aus Zorgan hinzuziehen, aber ja, vielleicht jetzt einen schnellen Schlag zu führen, könnte nützlich sein. Wir nicht wissen, was überhaupt noch von Elborum übrig ist. Wir werden wohl den ehrwürdigen Schar bitten sollen, uns eine Schwadronreiterei als Leibgarde zur Verfügung zu stellen, auf den Fall, dass sich unsere einstweiligen Verbündeten gegen uns wehren. Dies sind aber Kleinigkeiten, die wir vor unserem Rückzug klären können. Ich nehme an, ihr habt euch in Zorgan hinreichend über die Ausprägung von den hier vorherrschenden Paktmalen informiert. So gut es eben geht. Hervorragend. Und wenn die Herrschaften sonst nichts haben, lasst uns Abelmir von diesem Damm holen und der Beli die frohe Kunde überbringen.
Auch wenn ich immer noch ein schlechtes Gefühl dabei habe, nun sie ziehen zu lassen ohne, naja, Begleitung nach Zorgan zurück. Nun, sie werden von immer noch der Hälfte, würde ich denken, der Rosenritter begleitet. Selbst wenn wir eine Schwadronreiter abknapsen, um sie mitzunehmen. Und da die Grenzwacht sich samt und sonders hier versammelt hat, denke ich nicht, dass größere Hindernisse auf dem Weg lauern werden. Nur als kleine Frage, wer soll denn jetzt ab mit mir von dem Damm runterholen? Denn ich glaube, das ist höchste Priorität. Am Ende sieht er noch den Sonnenuntergang und verwechselt das versehentlich mit unserem Zeichen und dann. Hört auf, so nervös zu schauen. Ihr müsst nicht auf ein Boot. Wir stellen uns ans Ufer und rufen ihn herbei. Es ist aber viel Wasser hier. Ja, Wasser ist gar nicht so schlimm. Lasst mich das machen, wenn euch das Angst macht. Nicht, ja, gut. Gut, damit bin ich einverstanden. Ja, Abelmir hat weniger Lust, gerade nach verräterischen Lichtsignalen zu schauen, weil, naja, aktuell ist ja auch alles ruhig, sondern hat er wohl eher Augen gerade für Ishiasaba Kerime. Ich habe mich gerade auf die Mauer gesetzt vor diesem Damm, lass die Füße ein bisschen baumeln, runterbaumeln und klopfe so rechts nach mir, neben mir auf den Platz, damit sich Isha zu mir begibt und Platz nimmt. Ja, sie wird sich aber nicht hinsetzen, sondern nur hinhocken und hockt dann da in so einer Kriegerposition jederzeit zum Aufbreit, kann dann hochspringen. Dann kram ich mal meinen Taschen und zücke mal so ein Silberetui mit einem für Zigarren, klappe dieses auf und da kann man 5 Stangen feinster metunischer Tabak sauber aufgerollt. Mögt ihr Tabak? In Aranien haben wir selbstverständlich einen guten Geschmack für gute Drogen, so sag ich einfach mal. Nein, es ist keine Drogen, es ist nur feinster metunischer Tabak. Tobacco. Ihr wisst schon, dass das abhängig macht, oder? Tobacco? Nein, das macht nicht abhängig. Es befreit einen, aber es macht garantiert nicht abhängig. Vertraut mir. Das war keine Verurteilung. Sie streckt doch die Hand aus. Aber das ist definitiv eine Droge. Rauchen macht abhängig. Und das solltet ihr wissen, wenn ihr das tut. Greift ihr noch zu? Sitzt euch doch. Ihr macht mich ganz nervös. Wir sind nicht hier, um unsere Füße im Wasser baumeln zu lassen oder aber von diesem bezauberten Ausblick hinunterzuschauen. Wir sind immer noch im Krieg. Nun ja, das ist richtig, aber wir können im Moment nichts tun, außer warten. Und denkt ihr wirklich, dass der Feind uns in Windeseile überrascht, hier auf dieser Mauer, 30 Schritt in der Höhe? Das nicht, aber ich frage mich gerade, wie schnell ihr diesen Damm sprengen könnt, wenn es darauf ankommt. In ein paar Augenblicken, das ist kein Problem. Ja, innerhalb dieser paar Augenblicke kann es sein, dass eure Freunde dort unten sterben. Das solltet ihr wissen. Nun ja, jeder geht ein gewisses Risiko ein. Wir auch, indem wir umstehen. Ich werde euch noch einigermaßen erziehen müssen, aber... Ah, darauf freue ich mich schon. Ich lächle sie an. Ja, du siehst auch, wie sie dich anstarrt und... sie ist nicht zu deuten. Ach, nun gut. Ich zücke mal einen Feuerstein und Zünder und zünde mal ihre Zigarette an. Ja, sie lässt es dann auch machen, also zieht da so ein bisschen und pafft dann so ein bisschen vor sich hin und her. Und du kannst dann auch wohl sehen, wie so nach und nach, und Tag ist schon weiter vorangeschritten, ihr seid irgendwann gegen Sonnenaufbruch angekommen, hattet dann eure Erkundigung eingeholt, also es ist jetzt so ganz grob 16 Uhr und da könnte man sicherlich noch 2 Stunden hier sitzen und dann dem Sonnenuntergang dabei zuschauen. Irgendwann werden dann sicherlich auch die Sterne aufgehen, also wenn man nicht gerade neben einem Unheiligtum säße, dann wäre das die perfekte Position. Hinter sich dann das Wasser mit den einigen Seerosen, die dann vor allem auch in Richtung des Palastes wachsen, die da sich so ein bisschen festgesetzt haben und ja, ist doch ziemlich sauberes Wasser, was also trinkfertig wäre, was dann noch die Felder unter dir mit den ganzen Gewürzen dann versorgt. Bis du dann erkennen kannst, wie Isarun diese triste Zweisamkeit stört und von der anderen Uferseite zu euch winkt. Ich winke zurück und lächle. Hoffe, sie kann es erkennen. Ich muss gerade mal gucken, du wirst sie sicherlich verstehen können. So viele Meter sind das nicht.
So ungefähr 60 Meter. Ja, das ist ja nix. Ich winke, wie gesagt, zurück. Abemir, komm zurück. Och, schon? Na gut. Ja, was tut ihr da? Die Aussicht genießen natürlich. Ihr sollt nicht die Aussicht... Ihr solltet doch nach einem Zeichen sehen. Das habe ich getan. Es kam kein Zeichen. Oder habe ich es übersehen? Was auch immer. Jetzt kommt zurück. Wir haben noch was zu tun. Ach, Isha. Ihr seht schon. Diese Frau zerstört meine herrlichsten Augenblicke. Nun gut. Ja, ich stehe dann auf halt und gehe dann zum Boot zurück. Ja, sie folgt dann ebenso und hilft dir wieder mit ihrer starken Hand, dass du wieder in das Boot steigen kannst, damit du nicht in das Wasser fällst, wenn es da so schaukelt. Ich lasse mich in ihre Arme fallen und schnuppere an ihr nochmal. Ja, sie lässt das dann auch geschehen und reckt dann so ein bisschen ihren Zeigefinger, den sie so ein bisschen vor dir schwenken lässt. Also nur diesen Zeigefinger, noch nicht. Drück dich dann so ein bisschen spielerisch kräftig zurück in das Ruderboot und dann zu rudern und zu paddeln, während sie das ja rückwärts tut. Du kannst dann sehen, wie der Esorun da weiterhin noch so ein bisschen wie so eine ungnädige Furie darauf wartet, vielleicht mit den Händen in die Hüfte gestemmt. Und aber was du jetzt gerade nur mitbekommst, ist vor allem wieder dieser Geruch nach Zimt. Oh, macht dich wahnsinnig. Währenddessen klammert sich an Kieras wieder Yasina, die Sklavin, immer noch mit dem Umhang von Yarlan, und versucht da wohl wieder so einen einzigen Anhaltspunkt oder so einen festen Punkt in ihrem Leben. Also alles, was irgendwie um sie herum wichtig ist, ist jetzt nur noch Kieras. Wie geht das jetzt weiter mit uns? Wir müssen doch hier irgendwie raus. Ich meine, es kann doch nicht so weitergehen. Ich will hier nicht sterben. Wir müssen irgendwo hin. Niemand wird hier sterben. Blickt euch um. Wir sind absolut in Sicherheit. Die Feinde sind besiegt. Oron ist gefallen. Wir sind in Sicherheit. Aber wir sind immer noch... Warum können wir nicht einfach zurückkehren nach Zorgern? Ich muss hier einfach raus. Ich muss hier einfach weg. Und müsst mir helfen. Wir werden sehr bald aufbrechen, sobald wir unseren Magier endlich wieder eingesammelt haben. Aber... Keine Sorge, wir werden hier keine Nacht verbringen. Das ist gut. Oh, sie schüttelt sich so ein bisschen und schlingt dann den Umhang von Yarlan so ein bisschen näher an ihren Körper. Ja, ich nehme sie auch in den Arm. Und tätschel ihr dann mal so mal wieder die Hand. Keine Sorge, du bist absolut in Sicherheit. Blick dich um. Siehst du irgendjemanden, der dir etwas antun wollte? Ja, dann funkelt ein bisschen böse. Voltax kratzt sich an der Nase. Aber ja, dann, wo bleibt Arlmir denn? Wir wollen schon längst aufbrechen. Nun, es sieht so aus, als würde Isarun ihn gerade überreden, in das Boot zu steigen. Das war eine ziemlich dumme Idee, ihn alleine gehen zu lassen. Wir haben ihr doch eine Kriegerin mitgegeben. Das kann da schon schief gehen. Wir hätten sie warnen sollen. Ich weiß, wir machen uns ab und zu darüber lustig, aber auch Magister Abelmir verfügt über großes magisches Potenzial. Ihr solltet das nicht hinter den Scheffel stellen. Er kann auf sich allein aufpassen. Ja, er kann sehr, sehr gut im Segel umgestalten. Wir müssen nur fortwährend Acht geben, dass er sich keinen allzu finsteren Versuchungen hingibt. Ich würde euch bitten, dass ihr, da ihr alle diesen Splitter gesehen habt, dann kommen wir doch einfach mal zu 1W3 mysteriösen Punkten. Jeder von euch bitte 1W6, der ganze wird halbiert, ich schreibe mir die Punkte auf und dann könnt ihr weiterspielen. Yo, das passiert, wenn man ihn anfasst. So, nice. Ich schipp das nicht. 3x die 6 und 2x die 1. Ja, ich schipp das nicht, ich nehme die ganze Dosis dämonologischen Einfluss mit. Ich auch. Ich habe den Splitter ja auch intensiv mir angeguckt mit der Gesteinskundeprobe. Ich meine, dämonische Artefakte anzufassen ist ja auch irgendwie mein Thema, nicht wahr? Ja. Du hast den Splitter nicht angefasst, sondern nur das Diadem. Das ist wichtig, sonst. Ja, soweit sind wir mittlerweile, glaube ich, alle in unserem Ausbildungsstand. Dass wir wissen, dass man da nicht dran ist. Das wusstest du bei Yamish Aquam schon. Das hat dir trotzdem nicht geholfen. Bei Yamish Aquam war es nötig. Und beim Stab der 1000 Augen?
Ich hatte gehofft, ich könnte das Ding unter Kontrolle bringen. Mittlerweile hat deine schwarze Hand auch goldene Sprenkel, also... Ich hatte gehofft, ich könnte das Ding kontrollieren. Lass einem mal ein bisschen Größenwahn sein. Vielleicht sollten wir dir einfach die Hand abhacken. Wenn wir das nächste Mal irgendein dämonisches Schwertfass kriegen, werde ich es auch garantiert in die Hand nehmen und jemanden damit abstechen. Da kannst du Gift drauf nehmen. Ich mach das so lange, bis mir der Arm abfällt. Und dann können Abelmir und Iseron wieder bei den anderen eintreffen mit einem langen Weg durch den Garten hindurch. Und da seid ihr endlich. Was habt ihr auf dieser Mauer getan? Die Aussicht genossen. Abelmir, wir haben euch dreimal Zeichen gegeben, dass ihr zurückkommen sollt. Immerhin habt ihr es nicht damit verwechselt, dass ihr den Damm sprengt. Also das ist schon mal erfreulich, aber... Habt ihr überhaupt einmal aus dem Fernrohr hinausgeschaut? Nun ja, es wurde ein Zeichen ausgemacht, falls ich den Damm sprengen soll. Über die restlichen Zeichen haben wir nichts ausgemacht. Gebt mir einfach das Fernrohr wieder. Hier. Ich kann nicht glauben, dass ihr einmal in einer Armee wart. Und das war die Horasische Armee. Was für den Damm? Auch wieder wahr. Das Offensichtliche, will er sagen. Wo liegt denn da der Unterschied? Ach, reiner Neid, diese Mittelreiche. Also ist die Horasische Armee besser als die Mittelreiche? Natürlich. Armee oder schlechter? Besser. Viel moderner. Ja, aber auch dafür sehr beschränkt. Was wollt ihr gegen ein zahlenmäßig überlegenes Bauernheer tun? Aha, also sind es Bauern. Im Mittelreich, ja, größtenteils. Wir befördern uns mit, unsere Armeen bestehen aus Berufssoldaten und nicht wie im Mittelreich Amateuren. Stellt euch nur vor, was das kosten muss. Nun ja, im Gegensatz zu euch können wir uns das leisten. Aber und dem, was sich leisten können, Abelmir. Abelmir, Iseron, hat einer von euch beiden noch ein wenig Astralmacht übrig? Sicherlich, wofür? Nun, die gute Yasina hier, ich habe sie zwar verbunden, doch sie ist immer noch verletzt. Wir sollten, ja, das können wir gerne machen, aber wir sollten uns außerhalb dieses Insanktus begeben dafür. Okay. Ich kann das sicherlich noch Salbe und Wundpulver und so ich etwas. Ich kann das auch machen, das ist gar kein Problem. Vielleicht nicht unbedingt hier, aber weiß, was es für Nebenwirkungen zeitigt. Naja, ich würde die Kräfte Sumus anrufen. Ihr befindet euch in einem Sanktum der Herren der blutigen Ekstase. Könnt ihr die Frau nicht mit ein wenig Wundsalbe und einem Heiltrank behandeln? Müsst ihr denn noch mehr Astralkraft in einen dämonisch geschädigten Körper leiten? Es sind die Kräfte Sumus. Tut, was ihr nicht verkehrt sein lassen könnt. Ja, aber ich habe euch gewarnt. Ein guter Punkt, wir sollten hier auf jeden Fall vorher weg. Und das würde ich unterschreiben, das können wir so machen. Ja, sagt einmal, habt ihr noch nicht einmal Ersatzkleidung herbeischaffen lassen für die arme Frau? Nun, an diesem Ort hier? Sicher, wir haben doch unser eigenes Gepäck mitgebracht. Würdet ihr denn ein Gewand opfern, Iseron? Ja, sicher. Hose und Tunika, das passt dir bestimmt. Nun dann. Ihr seid zugnädig, Iseron. Ja, ich wollte vorhin nochmal ihr Wundern gucken, vielleicht verbinden einfach eine einfache, schnelle Maßnahme. Ja, so ist es, wie gesagt, vor allem dann ein oberflächlicher Schnitt. Die Haut ist da dann mit einem quadratischen Symbol aus ihr herausgeschnitten worden und die Überreste hättest du vielleicht dann nochmal bei einer Begehung dann auf dem Teller finden können. Kannst du es dann verbinden? Das ist vielleicht ein bisschen sapschig, muss ich aufpassen, dass es dann. Dass da kein Dreck rankommt, sonst entzündet sich das, aber das ist jetzt keine lebensgefährliche Wunde. Es ist vor allem sehr. Ja, also gut, wer mag sich schon gerne auf so einen Tisch fesseln lassen und wird dann in der Gewissheit dann sterben, dass er bald gegessen wird, aber aktuell, das sind alles seelische Schäden. Also die Seele hat da sehr viel mehr Schaden genommen, als dass sie irgendwie körperlich misshandelt wurde. Ja, ich versuche Abelmir dann auch so ein bisschen zurückzuhalten und deute mit meinem Kopf auf Kiaras, weil ich habe das Gefühl, dass sie sich lieber von ihm behandeln lassen möchte. Würde ihm dann auch Wundpulver und Würselkrautsalbe in die Hand drücken. Dankeschön. Zuck die Schultern und geh einfach weg. Ich würde mir in der Zwischenzeit mein Gepäck bringen lassen und dann ein paar Kleidungsstücke für die Frau raussuchen. Ja, kannst auf alle Fälle irgendwas, was doppelt übrig ist, kannst du ihr dann anvertrauen.
Du hast ja auch gerade dann deine Sachen aus Zorgern an, also deine Reisekleidung, mit der du noch hierher gekommen bist. Solange das ein Untergewand ist, kannst du ihr dann geben und dann nicht irgendwie ein magisches Reisegewand hast oder so. Also irgendwelche Symbole aus der Magierakademie kannst du dann auch abschneiden, dass dann auch nichts Offizielles dran klebt, wenn sie damit rumläuft. Also das kannst du auf alle Fälle dann alles reisetauglich machen für sie und so muss sie dann nicht mehr nackt durch Uron laufen. Ja, ich nehme sie dann ein wenig außer Sicht, etwas privater, um sie dann zu behandeln. Bis Isarun dann kommt und sie einkleiden kann. Ganz vielen Dank, euer Gnaden. Ich weiß gar nicht, was ich ohne euch machen soll. Nun, darüber müsst ihr nicht nachdenken. Dafür bin ich doch hier. Ja, wenn du sie dann verbunden hast, eingesalbt hast, dann fällt sie dir auch nochmal um den Arm und gibt dir einen Kuss auf die Wange. Oh, verzeiht, ich weiß nicht, ob ich das machen soll oder nicht machen soll, aber... Keine Sorge, jetzt ist alles in Ordnung. Tut mir nur einen Gefallen. Werdet wieder gesund. Ich versuch's. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um euch zu helfen dabei. Keine Sorge, ich werde nicht von euch weichen.